Hallo ihr Wundervollen, schön, dass ihr wieder da seid zu einem neuen Video. Heute soll es um das Thema Kartenlegen gehen und vor allem Kartenlegen für Einsteiger. Ich möchte euch heute so Fragen beantworten wie, wie fängt man überhaupt an mit dem Kartenlegen? Mit welchem Kartenset sollte man anfangen? Fängt man lieber mit Orakelkarten oder Tarotkarten an? Gibt es was zu beachten? Kann man was falsch machen? All diese Fragen möchte ich heute im Video für euch klären und mit euch klären. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und würde sagen, wir legen los. Zu Beginn ist mir eine Sache mega, mega wichtig. Beim Kartenlegen kann man nichts falsch machen. Das ist schon mal Gesetz, ja, in meiner Welt zumindest. Ihr könnt beim Kartenlegen meiner Meinung nach überhaupt nichts falsch machen, solange ihr euch und eurer Intuition folgt. Und es kann dabei überhaupt gar nichts passieren, okay? Also das möchte ich schon mal sagen, wenn euch da vielleicht Leute sagen, du darfst auf keinen Fall so und so legen oder dann kann dies passieren. Schwachsinn meiner Meinung nach. Das Kartendeck ist immer für euch und die Antworten, die da drin enthalten sind, die sind immer für euch und deswegen kann da gar nichts passieren oder man kann auch nicht, wenn man für jemanden anderen Karten legt, solange derjenige das möchte, dann kann man da auch nichts falsch machen. Man gibt immer nur die Denkanstöße mit oder man sieht das in den Karten, was gerade wichtig ist zu sehen. Und deswegen bin ich immer der Meinung, das ist immer für uns und habt Spaß, das ist so das Wichtigste und folgt der Intuition. Das mal vorneweg grundsätzlich. Dann eine Frage, die sich sehr, sehr viele stellen beim Kartenlegen, ist so, okay, mit was fange ich an? Also es gibt ja Orakelkarten und es gibt Tarotkarten. Und Orakelkarten, das sind meistens die Kartendecks, die ihr seht. Die haben meistens sehr, sehr schöne Bilder und dann steht ganz oft unten irgendwie ein Satz, ein Spruch mit drauf. Und anhand dessen könntet ihr eigentlich schon deuten, was die Karten euch sagen wollen. Man zieht auch bei Orakelkarten meistens eher eine Karte für den Tag zum Beispiel und macht jetzt meistens nicht die größten Legungen damit, sondern zieht eben gezielt eine Karte. Das ist schon mal der Unterschied. Und bei den Orakelkarten gibt es meistens Büchlein, die mitgeliefert werden, wo für jede Karte nochmal eine gute Erklärung dabei ist. Was bedeutet diese Karte? Im Gegensatz zu den Tarotkarten, die habe ich hier drinnen, mit denen ich auch sehr, sehr viel arbeite, in meiner Arbeit als Coach und Mentor. Tarotkarten, die sind so ein bisschen von der Bedeutung tiefer. Die haben nicht nur eine Aussage wie so eine Orakelkarte, sondern die sind einfach sehr, sehr viel tiefer, haben verschiedenste Interpretationsmöglichkeiten. Und das ist sowas, es gibt Begleitbücher zum Tarot. Ich persönlich finde aber, dass man darüber nicht so einen guten Zugang zum Tarot findet, denn das Tarot ist etwas, was man wirklich so lernen muss irgendwie und was ein bisschen Zeit braucht, um sich mit dem Tarot und dieser tiefen Symbolik zu verbinden. Daher ganz klar mein Tipp für Anfänger, und genauso habe ich mit dem Kartenlegen auch begonnen, ein Orakelkartenset euch zu holen. Da gibt es verschiedene. Ich habe damals mit diesem schamanischen Seelenorakel begonnen. Das ist so ein richtig tolles Set mit einem tollen Buch und dann sind hier so Karten drin. Die sind deep und die sind auch von der Beschreibung jetzt nichts für Leute, die einfach nur die ganz tollen positiven Botschaften wollen, sondern das ist wirklich für Menschen, die durch die Karten in die Selbstreflexion gehen wollen. Und dafür finde ich dieses Set ganz toll, hat eine tolle Beschreibung. Wie auch immer, ich empfehle euch für den Anfang ein Orakelset, weil die einfach so einfacher sind zu lesen in ihrer Botschaft. Wie gesagt, ihr lest oftmals unten nur einen Satz, wie jetzt hier zum Beispiel bei diesem Orakelset. Ich habe das jetzt auf Englisch, aber zum Beispiel, da steht dann drauf, What is your soul calling you to do? Also, was sagt eure eure Seele, was ihr tun sollt. Und anhand dessen fühlt ihr schon, okay, in diese Richtung geht es und ihr habt eine Frage, mit der ihr arbeiten könnt und so viel mehr müsst ihr dazu gar nicht mehr wissen. Und das finde ich ganz, ganz toll bei Orakelkarten. Da gibt es verschiedene, ich verlinke euch mal ein paar schöne in der Infobox, um damit zu starten. Wichtig, was ich wichtig finde, ist, wie gesagt, bei vielen Orakelkarten ist ein Begleitbuch dabei mit der Erklärung zu den Karten. Ich würde euch aber dazu einladen, am Anfang, wenn ihr anfangt mit dem Kartenlegen, euch erstmal selbstständig ohne dieses Begleitbuch mit den Karten zu verbinden und mit den Symbolen auf der Karte. Das heißt, wenn ihr eine Karte zieht, nicht sofort im Buch nachzuschlagen, was bedeutet das, sondern euch selber erstmal einige Minuten nehmen, was sagt mir dieses Symbol, was sagt mir vielleicht dieser Satz auf der Karte, was könnte die Botschaft dahinter sein? Und für euch einfach mal reinzuspüren, was da kommt. Und erst dann, wenn überhaupt, müsst ihr auch gar nicht, aber wenn dann erst dann im Buch nachzulesen und zu sagen, okay,
Was sind da noch für Informationen? Und ganz wichtig, egal was in diesen Büchern steht, was ihr empfindet und was mit euch in Resonanz geht, ist immer das Allerwichtigste. Das heißt, ich finde, beim Kartenlegen ist das Wichtigste, auf sich und seine Intuition zu vertrauen, auf sein Gespür, auf das, was man selber für Botschaften empfängt. Und diese Bücher und offiziellen Erklärungen sind nice to have, aber kein must have. Weil warum sollten diese Menschen, die diese Symbole gechannelt haben, diese Bücher geschrieben haben, mehr Weisheit besitzen als ihr? Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass ihr eurer Weisheit vertraut. Und wenn im Buch etwas steht, was mit euch gar nicht in Resonanz geht, dann ist es nichts für euch. Dann ist das gerade nicht die Botschaft für euch, sondern das, was ihr spürt. Oder vielleicht geht ein Teil mit euch in Resonanz. In Resonanz gehen bedeutet für mich auch immer, was triggert mich sehr stark? Wo denke ich mir so, oh nein, das will ich gerade gar nicht hören. Dann ist das spannend. Oder eben so, oh ja, wow, 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 da geht irgendwas auf. Aber alles, was so für euch, nee, damit kann ich jetzt nichts anfangen, lasst es zur Seite, ist nicht wichtig für euch. Also das dazu auf jeden Fall, was ich sehr, sehr wichtig finde und mit das Wichtigste, wenn man mit den Karten beginnen möchte. Dann finde ich persönlich, dass man aufpassen sollte, immer wenn man Karten legt, den Karten nicht die komplette Macht über das eigene Leben zu geben. Das bedeutet für mich nicht, eine Frage zu stellen und sich zu 100% nur auf die Karten zu verlassen und fast schon so eine Sucht entwickeln, dass man bei jeder Entscheidung im Leben immer, immer, immer die Karten fragen muss und sich auf das eigene Gefühl gar nicht mehr verlassen kann. Sondern die Karten, die dienen euch. Sie sind aber nicht über euch. Ihr seid quasi der Chef in eurem Universum und die Karten sind ein mögliches Tool, das euch erleichtert, vielleicht hier und da Klarheit zu entwickeln, um eine Entscheidung zu treffen, hier und da Klarheit zu entwickeln, was vielleicht dieser und jener Weg für euch bereithält. Das ja, aber immer noch seid ihr sozusagen der Chef in eurem Universum. Und das sollte man nie vergessen. Also nie so, oh mein Gott, die Karten haben das gesagt und deswegen kann ich dies nicht und deswegen kann ich das nicht. Mm-mm. Die Karten bieten euch immer nur Hilfestellungen, um euch noch bessere Fragen zu stellen, um euch noch besser Klarheit zu verschaffen in der Situation. Aber am Ende seid ihr immer die entscheiden, was für euch das Wichtigste ist. Und da können die Karten mit einfließen, aber vielleicht auch euer Bauchgefühl oder andere Tools, die ihr benutzt. Also für mich sind die Karten einfach wie ein guter Diener. Ja? Die sind für mich, die dienen mir. Und dafür nutze ich sie gerne. Aber ich gebe ihnen nicht die gesamte Entscheidungsgewalt sozusagen über mein Leben, auf gar keinen Fall. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Karten, und das finde ich, sollte man als Einsteiger einfach auch wissen, und so verstehe ich das Kartenlegen, sind nicht dafür da, uns punktgenau die Zukunft zu sagen, so ist es und es wird sich niemals ändern. Mm-mm. Die Karten zeigen uns immer nur eine mögliche Zukunft, eine mögliche Option. Und die Zukunft ist aber veränderbar durch eure Entscheidungen. Allein wenn ihr euch die Karten legt, euch mit dem Thema befasst, kann sich dadurch schon etwas in eurem Innern so verändern, dass sich die Zukunft verändert. Das heißt, sie zeigen einfach nur eine Richtung an, in die es gehen kann. Und ihr könnt euch entscheiden, diesen Weg so weiterzugehen, um diese Zukunft anzustreben. Oder es verändert sich schon durch die Legung etwas und ihr trefft schon wieder andere Entscheidungen oder habt andere Denkmuster durch die Legung und dadurch verändert sich auch die Zukunft für euch. Das heißt, ich sehe das Tarot nicht so als festes Orakel. Es sagt euch euer Schicksal. Es sagt euch das, was ihr genau hören müsst, um euren Weg zu finden und gehen zu können. Wie gesagt, es dient euch. Es ist nicht etwas, was über euch steht und euch die Zukunft fest vorhersagt, sondern es sagt euch einfach die Dinge oder zeigt euch die Dinge auf, die eh in eurem Unterbewusstsein schlummern, arbeiten, für die ihr vielleicht noch keine Worte gefunden habt, aber die in euch aktiv sind. Und durch das Tarot könnt ihr schneller diese Dinge reflektieren, was eh in euch arbeitet und könnt dadurch mehr Klarheit erlangen und dadurch leichter den nächsten Schritt gehen. Und wenn man so das Tarot sieht, dann gibt es eben nicht die Option, Fehler zu machen. Ja? Also wenn man das nicht als etwas sieht, wo man irgendwie, oh mein Gott, wenn ich da was falsch mache, dann kommt was Falsches in der Zukunft raus oder ich verändere bei jemandem irgendwas im Leben. Das Tarot ist für uns und es dient uns einfach nur dazu, in unsere Selbstermächtigung am Ende des Tages zu kommen. Also für mich ist das Tarot auch eines der allerbesten, oder nicht nur das Tarot, auch die Orakelkarten, eines der allerbesten
Tools, um sich in Selbstreflexion zu üben. Weil man da sitzt und zum Beispiel sich, man stellt ja offene Fragen beim Kartenlegen, also als Beispiel, was ist für mich wichtig zu wissen in Bezug auf XY oder wo blockiere ich noch das und jenes oder wo blockiere ich gerade den Geldfluss oder warum fließt die Liebe nicht zu mir, was übersehe ich? Und dann zeigt uns ja das Tarot einfach auf, wo unsere Blockaden liegen, wo vielleicht gerade wir irgendwo feststecken. Und dadurch können wir uns super schnell und einfach selbst reflektieren anhand der Kraft der Symbole. Denn das ist ja das Schöne an Karten, die arbeiten alle mit Symbolsprache. Das Tarot mit am stärksten, aber auch die Orakelkarten arbeiten mit Symbolen. Und Symbole gehen ganz tief in unser Unterbewusstsein und erreichen uns sehr, sehr schnell, genauso wie Musik oder Gerüche. Es erreicht uns sehr schnell, es erreicht unsere Seele sehr, sehr schnell. Und dadurch können wir auch anhand der Symbole schon einen Prozess in uns in Gang setzen, an den wir so vielleicht nicht so schnell gekommen wären. Und das finde ich eben das Tolle, dass das Leben sehr viel bewusster wird und wir uns diese unbewussten Mechanismen, die ja oftmals den Mangel in unserem Leben kreieren, schneller bewusst machen. Weil wir sind ja die Schöpfer unseres Lebens. Wir erschaffen alles in unserem Leben. Und wenn wir nicht haben, was wir wollen oder uns nach etwas sehnen, können uns die Tarotkarten oder auch die Orakelkarten gerade sagen, wo wir uns vielleicht selber blockieren oder wo wir vielleicht den Fokus ändern können oder wo vielleicht oder uns auch Hoffnung geben, dass das Gute auf uns wartet, wenn wir dieses und jenes vielleicht für uns gelöst haben, dass die und jene mögliche Zukunft auf uns wartet. Und Hoffnung, und was heißt Hoffnung? Ja, dieses Wissen, dass das Leben uns trägt und was auf uns wartet, das kann so viel im Hier und Jetzt verändern und bewirken und uns so viel Stärke geben. Und deswegen liebe ich es sehr. Also, nochmal so zu den Sachen, wie fängt man denn an? Ein Orakelset würde ich mir holen. Dann würde ich mich wirklich sehr, sehr bewusst mit diesen Symbolen erstmal beschäftigen. Ich würde mir die Karten anschauen, mir dafür Zeit nehmen, eine Verbindung aufzubauen zu den Kartensets. Ich würde mir auch sehr bewusst dafür Zeit nehmen. Das ist definitiv meine Empfehlung. Man kann immer und jederzeit Karten legen, überall, und wenn es an der Bushaltestelle ist. Das ist nicht das Thema, aber gerade am Anfang, so zum Thema Verbindungsaufbau, finde ich es einfach super schön, wenn man sich mehr Zeit dafür nimmt und einen Rahmen kreiert mit vielleicht schönen Räucherstäbchen, Musik. Was ich gerne noch mache, ich zeige es mal hier hinten, die habe ich ganz neu von Osorgonite, meine Pyramiden, die stelle ich mir gerne noch hin. Die haben halt eine wahnsinnig krasse Anbindung nach oben. Das sind ganz viele, viele Heilsteine mit integriert und Edelsteine. Und zum einen absorbieren sie Elektrosmog und reinigen das Feld. Zum anderen haben sie aber eine starke Anbindung nach oben. Und gerade hier der Mondstein, das gibt es als Pyramide, aber auch als Kette, als Anhänger wie das hier, gibt es auch eine Mondsteinkette, also mit ganz viel Mondstein inkludiert. Das stärkt die Intuition. Sowas finde ich toll. Also sich mit Mondsteinen zu umgeben, die Intuition dadurch zu stärken und dadurch auch die Intuition für die Karten, finde ich grandios. Und da macht eben Osorgonit schöne, schöne Produkte. Ihr wisst, ich liebe die Sachen von denen. Also ich meine, schaut euch das mal an. Es ist einfach nur ein Traum. Und ich habe auch wieder einen Rabattcode, den schreibe ich euch mal hier hin. Ihr könnt da gerne mal stöbern im Shop und vielleicht einen Anhänger euch besorgen oder eine Pyramide oder einen kleinen Chakrastein. Da gibt es ganz verschiedene Sachen. Ist für jeden, glaube ich, was dabei. Sowas hilft einfach, um gerade wenn man nicht so geübt ist, so ein bisschen mehr sich mit seiner Intuition zu verbinden. Gerüche können helfen, also spezielle ätherische Öle, spezielle Musik, die dafür den Raum öffnet. Und sich Zeit nehmen dafür. Sich Zeit nehmen dafür und dann auch sehr bewusst zu sein, was als erstes für Botschaften kommen, wenn ihr die Karte seht, die ihr gezogen habt und euch dafür Zeit nehmen. Das finde ich eigentlich, glaube ich, das Wichtigste als Einsteiger und vielleicht als Einsteiger auch so eine gewisse Praxis am Anfang zu üben. Also sich mal zu sagen, hey, 2 Wochen lang lege ich mir jeden Morgen eine Karte. Denn es braucht vielleicht ein bisschen, bis man dazu den Zugang findet oder bis man den Zugang zu seiner Intuition wieder geschärft hat. Und dann wirklich zu sagen, hey, ich committe mit mich und lege mir jeden Morgen 2 Wochen lang eine Karte und übe das auch so ein bisschen. Weil es ist halt wie so ein Muskel, der vielleicht eingeschlafen ist, weil er so damit noch nicht gearbeitet habt
Und den man auch wieder trainieren kann, genauso wie wenn man ins Fitnessstudio geht. Da geht man ja auch meistens am Anfang, braucht man erstmal eine Routine, um reinzukommen. Und genauso ist es eventuell bei den Karten. Also fühlt einfach hin und wisst, ihr könnt hier gar nichts falsch machen. Es ist ein Spiel. Ein Spiel mit den Symbolen, ein Spiel, eine Zeit für euch, ja. Und nicht so sehr ein, oh mein Gott, es muss mir jetzt eine Antwort geben. Wenn ihr mit der Intention reingeht, dann ist es schon sehr verkrampft, sondern eher, hey, ich guck mal, ich fange mal mit leichten Fragen an. Mit Fragen, die für mich nicht so schwer wiegen, um so ein bisschen ins Spiel zu kommen und eine Verbindung zu den Karten aufzubauen. Genau, also das sind so meine hauptsächlichen Tipps. Wenn ihr schon länger Karten legt, noch vielleicht den einen oder anderen ultimativen Tipp habt, dann könnt ihr das auch sehr, sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten gerne auch euer Lieblingskartendeck. Ich verlinke euch einige mal in der Infobox und dann freue ich mich sehr von euch zu lesen, wie ihr generell zum Thema Kartenlegen steht, ob ihr das schon mal gemacht habt und was ihr für Erfahrungen damit habt. Und wünsche euch damit ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, eure Fati.